Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Welt 7 in Super Mario Bros. 3. Ja, jetzt kommt die zweite und schwierigere Hälfte. Da sind noch einige richtige Hardcore-Level dabei. Also wenn man hier noch ein paar Power-Ups hat, dann ist man gut dran. Und ich glaube, jetzt kommt... Nee, jetzt kommt dieses... Was kommt jetzt eigentlich für ein Level? Ach, da ist auch so ein verwirrendes Level, was jetzt gerade kommt. Genau, da hatte ich auch richtige Probleme mit gehabt, wo ich das zum ersten Mal durchgespielt habe. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Du musst hier einen Weg finden, rauszukommen, logischerweise, ja. Aber das Ganze ist ziemlich verwirrend, weil es gibt viele unsichtbare Blöcke, die dir im Prinzip den Weg hier aus dem Level heraus versperren. Und du musst dann ja genau überlegen, wo du hergelaufen bist, wo du noch nicht warst und wo du die Blöcke aktiviert hast. Ja? Und das werdet ihr gleich sehen. Das ist natürlich ein machbares Level, aber es ist schon, sage ich mal, wenn du es zum ersten Mal zockst, nicht gerade sehr einfach. Und ich weiß auch, dass ich hier schon 20, 30, manchmal 40 Minuten gesessen habe. In dem Fall wird es jetzt hier nicht so lange dauern. Aber das ist genau das Problem. Du gehst durch eine Röhre, kommst irgendwo anders raus, fällst irgendwo rein. Auf einmal ist der Weg versperrt. Ja. So. Und die einzige Möglichkeit, wie man das im Prinzip vermeiden kann, ist, dass du permanent versuchst zu springen und möglichst weiterzukommen, ohne dass du irgendwo reinfällst. Aber, ist auch nicht ganz so einfach. Und das werdet ihr dann eben jetzt gleich sehen. Ja, aber ich muss dazu sagen, im Vergleich zu dem zu den ganzen Rätseln, die noch kommen werden, ja, ist, also da wird es einen Part geben, Leute, oh, ich weiß gar nicht, wie ich den zusammenschneiden soll, ja. Unglaublich. Das ist so, sage ich mal, ein Level, was mir persönlich nicht so sehr aus der Welt gefällt. Die Welt hat ziemlich gute Level, ehrlich gesagt, aber das ist jetzt nicht so mein Level, was ich so gut finde. Es ist halt einfach frustrierend, gerade wenn du so ein Kind bist, natürlich, du musst hier im Prinzip raus und kommst aber nicht raus und du siehst immer nur irgendwelche Blöcke, die dir wieder den Weg versperren. Ne, ist nicht so toll. Und du musst dann irgendwann auch auf die Idee kommen, dass du hier mit dem Tanuki diese Röhre benutzen musst, um dann da rauszugehen. Ja? So, weil das der, die eins, nee, immer noch nicht, seht ihr? Immer noch nicht der richtige Weg. Und ich bleib jetzt hier aber beim Tanuki, weil ich mir denke, es kann nur mal sein, dass du irgendwo hochfliegen musst, dann nehmen wir lieber den Tanuki, ja? Und ich glaube, die, war es die Röhre oder die andere, die ich nehmen muss? Ja, die andere, seht ihr? So, und jetzt muss ich natürlich darauf hoffen, dass ich hier rauskomme, weil sonst geht's halt nicht mehr anders. Und das schaffe ich auch. Ja, und man könnte das alles vermeiden, indem man eben wirklich von vornherein die richtige Röhre nimmt und nirgendwo reinfällt. Aber das wird irgendwann passieren, weil du auch so ein bisschen neugierig bist und wissen willst, was los ist. Und ich glaube, du musst sogar irgendwo reingehen, weil du hier nicht weiterkommst, wenn du den Tanuki nicht hast. Ja, also das ist schon echt Hammer gemacht. Und vor allen Dingen die Zeit, Leute. Die Zeit, die läuft ab. Ja, das ist vielleicht das erste, ja, eines der wenigen Level, wo man wirklich auch... ja, wegen der Zeit halt Probleme hat, ne, da durchzukommen durch das Level. Und es ist auch ein bisschen länger, das ist vielleicht eine gute Sache, es ist tatsächlich auch ein bisschen länger als viele übrige Level. Also da kann es schon mal sein, dass es knapp wird. Ne, genau das eine Eislevel, wo ich euch das Secret gezeigt habe in Welt 5.5, ja, da war es ja im Prinzip genauso. Ne? Da hatten wir ja auch dieses Problem gehabt. Mit dem Secret. Oder, nee, 5.5 war es ja gar nicht. 6.5, ne? Warum habe ich eigentlich 5.5 geschrieben? War natürlich Welt 6.5. Ja. Muss ich nochmal im Titel des Videos dann letztendlich verändern. Wenn ihr das seht, dann wird es schon verändert sein. Ach ja. Ja, blöd, dass ich ein Voice-Over machen muss, halt eben, wie gesagt. Ich hätte es lieber mit den Live-Reaktionen gehabt, aber wenn man zu blöd ist, sein Mikrofon anzuschalten. Nächstens mache ich es besser. Nächstens kontrolliere ich nach jedem Part, ob auch meine Stimme drauf ist. Und nicht nur, ob Bild und Sound vom Ingame stimmig sind. Und ihr seht, es wird sehr, sehr knapp mit der Zeit. Und wir haben es jetzt endlich geschafft. Also, es ist nicht mein Lieblingslevel, aber es fordert den Spieler schon. Ja, muss man schon ganz klar sagen. Und von daher, ihr merkt schon, die Welt 7, die eskaliert nochmal richtig.
Ja, die vielen Röhren verwirren ja auch, weil du willst ja weiterkommen und die unterschiedlichsten Inseln sind halt nur über die Röhren mehr oder weniger miteinander vernetzt. Und hier komme ich nicht weiter. Und ich könnte da, glaube ich, mit der, sag mal schnell, entweder mit einem Hammer oder aber mit der Wolke auch an den Mannschein vorbeikommen. Und, ja, hier nehmen wir uns mal wieder ein Power-Up, eines der letzten Power-Ups, die wir bekommen werden. Ja, nochmal den Froschanzug, ist in Ordnung. Den kann man hier auch nochmal gebrauchen an der einen oder anderen Stelle. Er ist jetzt nicht völlig überflüssig. Ja, Leute, und diese rote Mancha-Pflanze, die ihr da seht, ja, die ist wirklich sehr cool. Ihr denkt wahrscheinlich, okay, das ist einfach nur irgendwie so eine Art kleines Gimmick, wie ähnlich mit den Hammerbrüdern auf der Oberwelt. Aber du kannst ja einen Mancha nicht besiegen. Ja, einen Mancha kann man nicht besiegen. So, und das Level ist aber so legendär, das muss man unbedingt gezockt haben, ja, wenn man dieses Spiel spielt. Also kann ich wirklich nur sagen, lasst euch nicht, sag ich mal, einschüchtern durch den Mancha auf der Oberwelt. Das muss auf jeden Fall gespielt werden. Das ist so geil. Und wenn ihr im letzten Part aufgepasst habt, dann wisst ihr wahrscheinlich auch warum. Ja. So, dieses Castle hier ist auch ein richtig krasses gewesen. Weil du dir erstmal denkst, wie zum Teufel komme ich hier weiter? Wie zum Teufel komme ich hier weiter? Ja, Leute, und es gibt nur einen einzigen Weg hier quasi ja, raus aus dem Schloss. Ja, das Ganze zu packen, beziehungsweise zu Bum Bum zu gelangen. Und ihr braucht einen Tanuki. Ja. Wenn ihr einen P-Wing habt, ja, den P-Tanuki, dann braucht ihr gar nicht hier durch die vielen Räume gehen, dann bleibt einfach in der Haupthalle, wo wir vorhin waren, mit den Kerzenlichtern und fliegt einfach mal die Decke hoch, ja, und schaut, was dann kommt. Warum sage ich euch das? Ja, weil es gibt hier keinen Weg wirklich, den du benutzen kannst. Du kommst auch nicht mit der Feuerblume, du kommst mit nichts durch, sondern du brauchst dir mindestens einen Tanuki, besser sogar einen P-Wing. Aber du kannst es auch mit dem normalen Tanuki schaffen. Ja? Du brauchst dann gegebenenfalls nur ein paar Fluganläufe. Ja, und ich bin jetzt hier gerade so auf der Suche nach einem. Und hoffe, dass hier einer rauskommt. Da kommt aber nur die Feuerblume raus. Jetzt brauche ich aber den Tanuki. Ich komme mit der Feuerblume in dem Spiel nicht weiter. Ja gut, ich kann da natürlich mehrfach reingehen, wenn ich wieder getroffen werde und mir einen Pilz holen. Das ist in Ordnung. Das ist gut gelöst durch die Reset-Tür. Aber ich brauche trotzdem hier in diesem Raum, für diesen Raum, einen Tanuki. Und die Frage ist, wo kriege ich den her? So, und die Zeit läuft ab, Leute. Ihr habt auch nicht viel Zeit nachzudenken. Also jetzt, ihr merkt schon, so langsam dreht das Spiel richtig auf, ne? So langsam kennt es überhaupt keinen Spaß. Ja, und aus Verzweiflung gehe ich wieder durch die Haupttür, denke ich mal, oder? Was mache ich hier? Ja, ne? Ich denke, da bin ich dann durch die Haupttür gegangen. Ja. Und wollte gucken, ja, wo ist denn jetzt hier letztendlich ein, sag mal schnell, ein Tanuki? Und ich konnte mich erinnern. Ich konnte mich daran erinnern, dass hier irgendwo ein P-Switch war. Ja, daran konnte ich mich noch erinnern. Und das musst du auch erstmal wissen, dass da ein P-Switch ist. So, und dann erscheint dort diese Tür. Leute, da, du kommst nicht weiter und aus schierer Verzweiflung guckst du dann irgendwann nach irgendwelchen Türen, ja? Oder nach irgendwelchen Schaltern. Da weiß ich noch ganz genau, dass das bei mir der Fall gewesen ist. So, und was mache ich jetzt, wo ich weiß, dass da eine Tür erscheint? Ich gehe nochmal dahin, aktiviere nochmal den P-Schalter, bleib aber jetzt auf dem Block stehen, damit ich nicht runterkrache. Ja? So, spring jetzt dahin, hier rein und komme dann zu einem dieser Röhren und falle hier in den Bonusraum und denkst dir, was soll der Scheiß? Ja, aber Leute, ich bekomme den vollen Tanuki. Genau. So, und jetzt werde ich natürlich down gehen. Ja, ich habe ja nur noch 15 Sekunden, sehe ich da gerade. Aber jetzt weiß ich zumindest wieder, wo ich den herbekomme. So, und jetzt gelange ich, genau, jetzt wäre ich da rausgekommen und ich gelange jetzt in dieses Castle, in dieser Haupthalle und könnte jetzt theoretisch mit dem Tanuki fliegen, gehe aber down wegen Time-Up. Der erste Zeittod sozusagen, ja?
Und ja, ich liebe aber trotzdem dieses Schloss. So krank wie es ist, ich liebe es. Ich finde das, was danach kommt, noch viel, viel kranker als das hier. Das aus Welt 8 ist viel, viel kranker als das. Ja, hier denkst du dir so, da muss irgendwie ein P-Schalter sein, ein P-Switch, weil du hast ja nicht umsonst die ganzen Backsteinblöcke. Ja? So, jetzt habe ich aber hier den Tanuki mir jetzt schon genommen aus dem Inventar, ja? Und zeige euch so ein bisschen, ja, da ist keine Röhre. Wie komme ich denn hier weiter? Ja? Oder nee, ein P-Wing habe ich mir sogar genommen, sehe ich gerade. Ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst. Genau. P-Wing habe ich mir genommen. Rechts ist da im Prinzip keine Röhre, da komme ich nirgendwo durch. Aber links ist hier diese Röhre. Und das ist der einzige Ausgang aus diesem kleinen Schuss. Ja, und so gelange ich zu Bum Bum und damit raus aus der Bude. Ja. Ja, das ist krass. Na, also wie gesagt, du kannst dir das mit einem Tanuki oder mit einem P-Wing natürlich ersparen, aber ich habe euch jetzt auch den normalen Weg, Gott sei Dank, in dem Level gezeigt, damit ihr nicht verzweifelt, wenn ihr keinen Tanuki oder keinen P-Wing mehr habt. Ne? So. Ja, und so gibt dir hier im Prinzip das Spiel unterschiedlichste Möglichkeiten, aber du brauchst auf jeden Fall irgendetwas dafür. Ja. Und hier wird wieder um ein paar Leben gespielt. Ich versuche wieder die Eisblume hinzubekommen. Aber es hat nicht ganz geklappt. Oh ja. Und ich glaube, jetzt kommt das berühmt-berüchtigte Röhrenlevel, Freunde. Ich glaube, ja, jetzt ist es. Da bin ich damals mit meinem Freund Michel damals wirklich so häufig gegangen, weil ihr merkt schon, ihr müsst aus dem Screen raus und reingehen. Und ihr müsst berücksichtigen, wenn ihr links rein rausgeht, kommt ihr rechts wieder raus. So, dazu hast du die ganzen Piranha-Pflanzen, Notenblöcke, Donutblöcke und diese Plattform, auf die man unterschiedlich oft springen muss, um die Richtung zu verändern. Ja? Und musst natürlich, wie gesagt, versuchen, hier den ganzen Hindernissen auszuweichen und berücksichtigen, dass der Block nicht ewig hält, ja, sondern irgendwann seine Kraft verliert. Oh Gott. Und wenn du runterfällst, fällst du meistens wirklich komplett nach unten. Und die Koopa können auch Probleme machen. Oh ja, Leute. Dieses Level, Welt 7, 6, könnt ihr euch merken, ist wirklich berühmt-berüchtigt. Aber ich liebe es trotzdem. Ja, ich mag es wirklich trotzdem. Auch wenn es sehr schwierig ist, wie oft bin ich damals da gehangen. Oh, das war so krass. Wir haben wirklich so häufig versucht, hier weiterzukommen. Aber als Kind war das gar nicht mal so einfach. Und ich glaube, wir haben es dann auch irgendwann geschafft. Aber dann sind wir direkt zu dem Muncher gegangen und dann hat der uns fertig gemacht. Also, glaube ich zumindest. War ja in den 90ern gewesen, wo wir das gezockt haben. Ich habe es ja deutlich später erst kennengelernt als, als Super Mario World. Also ich hatte ja mit 4 schon Super Mario World gezockt. Und ich glaube, mit 6 oder 7 habe ich dann erst Super Mario Bros. 3 kennengelernt durch den Michel. Lass es auch 8 gewesen sein, aber auf keinen Fall mehr als 8. Oder älter als 8. Ja, und die Stelle ist besonders tricky, Leute, weil du kommst halt oben nicht wirklich weit und du denkst, was sollst du denn machen? Ja, was du machen musst, ist, du musst die Plattform aktivieren, auf die wir gleich dann nochmal springen müssen, im richtigen Augenblick auf die Röhre springen, sodass dich die Piranha-Pflanze nicht packt. Und dann, genau, reingehen in die Röhre. Ne, nicht reingehen in die Röhre, sondern drauf stehen bleiben. Oder doch reingehen? Nein, nein. Nee, rein, das war ein Fehler gewesen. Nicht reingehen, sondern drauf stehen bleiben. Auf der Röhre warten, bis die Plattform kommt, sich wieder auf diese stellen, sich raustragen lassen aus dem Screen und dann genau hier in diese Röhre gehen. Weil das ist echt wirklich schwer. Aber jetzt wird es eigentlich noch krasser, weil jetzt kommen viele Hindernisse und du musst die Plattformen wechseln. So, und hier musst du schon merken, dass das eigentlich eine blöde Plattform ist und dass diese hier besser ist. Aber ich gehe jetzt nochmal runter und hole mir den Pilz, genau, weil ich so verunsichert war. Ich habe mir gedacht, nee, komm, die Zeit nehme ich mir, die musst du dir nehmen. Und dann habe ich mir den Pilz hier geholt. So.
Und hier bitte aufpassen, hier kommt es auf das letzte Millimeter an, ob du als Großer getroffen wirst oder nicht. Als Kleiner natürlich sowieso nicht. Schnell auf diese hier springen, genau. Nicht zu sehr durchrushen. Schnell sein, aber auch nicht zu sehr durchrushen. Weil dann das passiert. Ja. Und dann musst du wieder komplett von unten anfangen, Leute. Weil Checkpoints kennt dieses Spiel halt nicht, ne? Oh mein Gott, ich habe so gedacht, ey, das schaffst du, diesmal packst es. Ja, und dann muss man wieder von unten anfangen. Aber wie gesagt, ich liebe dieses Level trotz seiner Schwierigkeit. Ja, und wenn du überlegst, in Mario World hattest du noch Checkpoints gehabt. Hier hast du ja überhaupt keine Checkpoints. Ne? Ist schon krass. Und wenn man dann überlegt, dass die europäische und amerikanische Version, die ich hier zocke, einfacher ist als die japanische Version. Boah, krass. Ich habe sogar gesehen, dass die teilweise im Level-Design sogar die Level leicht abgeändert haben, in manchen Fällen, nicht in allen Fällen, in manchen Fällen leicht abgeändert haben, damit es für den westlichen Gamer, sag ich mal, ertragbar ist und er nicht nach jedem zweiten Level so gefühlt den Controller in der Ecke schmeißt. Ne? Ja, wir haben natürlich hier auch im Westen eine andere Spielkultur. Wir lieben auch schwierige Spiele, ja, und wir lieben auch Hardcore-Games natürlich, aber wir sind jetzt nicht so krass, ja, dass wir uns jetzt, sag ich mal, nur darin vertiefen. Wir wollen zum Beispiel auch irgendwann unseren Sport machen, ja, wir wollen auch unseren anderen Hobbys frönen und wir haben vielleicht irgendwann Familie, um die wir uns kümmern müssen, Frau und Kinder, ja. Und, ja, wir haben auch einfach nicht die Geduld. Wir sind nicht so krass aufgewachsen mit Gaming wie die Japaner, weil alles, was wir im Prinzip kennen an Videospielen, hat ja seinen Ursprung mehr oder weniger in Japan gehabt, ja. Da muss man auch ganz klar dazu sagen, die japanischen Videospiele und die japanischen Videospielfirmen, die haben ja Gaming groß gemacht, ja. Und, naja, wir sind aber nicht aus dem Mutterland. Ja, so, genau. Hier drauf springen. Die Plattform könnte ich theoretisch kommen lassen. Muss ich sogar kommen lassen, ne? Oh Gott. Ja, seht ihr, ich will zu sehr durchrushen hier in dem Fall. Und ich werde dafür sofort bestraft. Genau, hier nur einen minimalen Sprung ausführen. Ganz leicht nur auf A drücken. Oh yeah. Genau. Nein. Jetzt habe ich es geschafft. Und ihr seht schon wieder, als Kleiner hast du es ja einfacher wie als Großer. Aber du brauchst dich nicht zu ducken. Du denkst nicht daran, dass du dir in den Kopf stößt. Weil ich hätte die ganze Zeit gedacht, als Großer, du wirst doch da runtergetrieben. Schaffst du doch gar nicht. Als Kleiner kein Problem. Oh, das ist so gemein teilweise, das Spiel. Aber ja, ich liebe es. Ja, also das ist schon... Wenn man auch mal vom Level-Design... Leute, das ist auf dem NES gemacht worden, ja? Aus dem alten Nintendo. Die haben wirklich alles rausgeholt, was das Nintendo damals konnte. Ja? Also echt extrem krass. Und mache ich jetzt noch den Muncha-Run? Mache ich ihn noch? Komm, sag, ich mache ihn noch. Trau dich! Trau dich! Ja, jetzt zeige ich euch das coolste Level, oder ist es das nicht? Ist es das nicht? Ach nee, das ist es doch nicht. Ach, schade. Ja, aber das hat auch was mit Manchan zu tun. Ja, das ist nicht ganz das, was ich, sag ich mal, so abfeiere. Das ist für ein Bonus-Level auch verdammt schwer. Ja, muss ich ganz klar dazu sein. Das ist nicht einfach für ein Bonus-Level. Und ich glaube, ich gehe nochmal rein und irgendwann kapituliere ich oder kapituliere ich doch nicht. Naja, es ist ein gutes Bonus-Level. Wir wollen ja irgendwie ein Bonus-Item bekommen. Und das ist so schwierig, weil die Mancha hier alternierend rauskommen aus den kleinen Röhren. Und du musst das Timing total gut anpassen. Und es switcht. Das Timing switcht dadurch, dass hier auch noch eine Pflanze rauskommt. Ach, das ist so... das ist so mega gemein. Leute, schaut euch das mal an. Die Piranha-Pflanze mit den Manchern in einer Röhre. Oder, das ist... Und dann sage ich mir so, komm, jetzt nehme ich den Frosch, jetzt ist es mir egal. Dann habe ich wenigstens einen Hit, den ich kassieren kann, glaube ich.
Nehme ich hier jetzt nochmal den Frosch, ja, ne? Ja, die Musikbox bringt bei den Mannschaften nichts. Ja, aber es muss gemacht werden, gehört ja sowieso zu den 100% dazu. Also, ich habe natürlich jedes Bonus-Level auch gemacht, ja. Oh ja. Und da denke ich mir so, warum springt der nicht? Der springt doch so hoch. Warum springt er da nicht, denke ich mir so, ey. Und da habe ich schon Schiss gehabt, dass mich hier die Feuerbälle treffen und im Prinzip alles für ein Popo gewesen ist. Ja. So, jetzt mit Anlauf macht das. Sind die jetzt so hoch, die Röhren? Also wie ich dann noch nicht mal mit einem Froschi hochkomme. Ja. So. Oh yeah. Ah, die Variation ist so geil. Ja, jetzt haben wir es sogar noch geschafft, rauszukommen ohne zweimal da. Oh ja. Ja, es ist auch ihr. Oh nein, es geht noch weiter. Aber ich schaff's, glaube ich. Ich schaff's, glaube ich. Genau, hier gehe ich schnell rein und hol mir dann das Bonus-Item. Ist das hier ein Stern oder was? Ach, ein P-Flügel. Ja, okay, dann hat sich das Ganze doch gelohnt. Muss man dazu sagen. So. Ja, gehen wir weiter. Ja, das sind schon krasse Level. Aber so, obwohl die schwer ist, die Welt, liebe ich die wirklich. Und welches Level kommt jetzt? Ist es jetzt das berühmt-berüchtigste? Der Mancha-Run? Kommt jetzt der Mancha-Run? Ja, es kommt der Mancha-Run, Leute. Das ist so ikonisch. Hier musst du den Star-Run schaffen. Du musst den Stern immer verlängern und verlängern. Sonst kommst du hier nicht durch. Weil du musst über all diese Mancha laufen. Und das schaffst du nur mit dem Stern. Keinen einzigen Stern verpassen, sonst stirbst du sofort. Ohne Chance. Wenn du groß bist, hast du noch einen Hit, den du kassieren kannst. Hier, schnell, 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 schnell. Hochspringen, wenn es geht, genau. Und, oh, ich hab's in letzter Sekunde geschafft. Und hier durchrennen, über all die Mancha. Ja, das ist so geil, das Level. Ich liebe das. Mancha Run ist so ikonisch. Das war das Level gewesen, wo das den Mancha Run geboren hat. Und seitdem findest du den in Mario Maker und in vielen anderen, ja, Mario-Ablegern, dass du immer wieder Passagen hast, wo du einen kleinen Mancha Run-Abschnitt hast. 7-7, absolut legendär. Richtig geil. Richtig toll. Habe ich im First Try sogar geschafft, hätte ich nicht gedacht. Ich war da erstaunt gewesen zu dem Zeitpunkt, aber auch das Level, oh ja, das ist auch brutal schwer. Das ist richtig schwer. Weil hier musst du das Timing abpassen mit den Röhren. Ihr seht schon. Ja, du musst von einer Piranha-Röhre auf eine andere Piranha-Röhre springen, indem du andere Piranha-Röhren berühren musst. So ungefähr ist das. Und ich glaube, hier verkacke ich dann und dann nehme ich mir den Tanuki oder so. Weil ich jetzt nicht zu sehr failen wollte. Weil da kommt noch mal eine perversere Version, die ungefähr genauso ist wie die hier in der allerletzten Welt. Und da habe ich mir gedacht, da wirst du sowieso zigmal failen. Also machst du hier 7-8 schnell durch, damit du dir Zeit sparst sozusagen für die Fails, die in Welt 8 auf jeden Fall kommen. Ja, und so musst du denken, wenn du dann hier im Prinzip Mario, so als P-Ring habe ich sogar genommen, weil ich auch keinen normalen Tanuki mehr habe. Ja, aber ich versuche hier, wie gesagt, auch nicht alles zu überfliegen. Ja. Oder doch? Weiß ich gar nicht mehr. Hier mache ich, glaube ich, Schluss mit dem Fliegen. Ja, ja. Da sage ich dann, ist in Ordnung. Aber das Level ist brutal schwer. Schaut euch mal die ganzen Piranha-Pflanzen an. In unterschiedlichster Form und Gattung. Die gesamte Familie von Piranha-Pflanzen ist quasi hier vorhanden. Und noch die Mancha, die ein bisschen durch die Gegend laufen. Ja. Und ich sterbe sogar. Und ich sterbe sogar. Ist das nicht episch? Ey, das ist wirklich schwer. 7-8 ist wirklich ein brutal schwieriges Level, Alter. Mein lieber Mann. Jetzt nehme ich ihm noch ein Pi. Also, ich bin da so frustriert, weil ich ja... Ich musste ja auch irgendwas nehmen, Leute. Weil ich habe ja nichts mehr. Ich habe keine Feuerblume mehr. Ich habe noch nicht mal mehr Pilze. Ich schweige ein normales Tanuki-Blatt. Nix. Alles weg. So, und jetzt sage ich mir so, komm, dann überfliegst du halt alles, egal. Weil da kommt nochmal ein Level, dann ist es noch krasser im Prinzip. Weil hier kannst du sehr gut mit der Feuerblume durch. Wenn du die Feuerblume hast, ist das Level
einigermaßen gut, doch machbar. Ja, muss man dazu sagen. Aber später kommt nochmal ein Level, da bringt dir die Feuerblume so gut wie gar nichts, außer dass du einen Hit mehr kassieren kannst, ja. Oh, nee. Aber die Welt 7, ich sag ja, obwohl die so hart ist, ist es verdammt gut. Verdammt gut gemacht. Vielleicht vom Level-Design ehrlich gesagt die beste. Bis dann, Freunde.